So, ihr Lieben, damit wären wir Ja, zu hallo, einer. herzlich willkommen zur neuen Redstone-Schule, der liebe Rouge, und ich bin mal wieder dabei. Und wir wollen euch heute ganz unbedingt Ist ja etwas wirklich Tolles unerträglich. zeigen. Und ah! Ah, Ruhe. Endlich Ruhe. So, willkommen zu einer neuen Folge der Redstone-Schule. Und was euch heute erwartet, das seht ihr nach dem Intro. Und vielleicht lasse ich den Busch bis dahin wieder raus. Bis dann. So, ihr Lieben, ich habe den lieben Busch wieder rausgelassen aus seiner Falle. Und ich muss euch sagen, wir haben gerade Sonntag, mein Hals wird immer kratziger. Ich hoffe, ich werde nicht in eine richtige Erkältung laufen. Aber egal, wir ziehen das hier heute noch durch. Und was wir für euch mitgebracht haben, ihr ahnt es vielleicht aus dem Intro, ist eine Falltür. Ja, und die bauen wir jetzt mal schnell für euch live auf. Das ist nämlich keine so komplizierte, aber eine sehr, sehr effektive Schaltung. So, und zwar baut der Busch jetzt hier erstmal ein kleines Podest. Packt zwei Repeater drauf, die dann am Ende diese vier Sticky Pistons hier befeuern. Ja, das heißt, wenn der Repeater in den oberen rein zeigt, fährt der untere auch automatisch mit aus, der wird mit bepowert. Gilt allerdings nicht für den, der hier vorne quer sitzt, der braucht nochmal zusätzlich Power und die kriegt er von der Seite. Ja, deswegen baut der Busch hier mit Wolle eine Leitung entlang und auf der anderen Seite ganz genauso. Wunderbar. So, das ist im Grunde schon fast alles. Ja, ihr seht jetzt also das Timing auch. Wichtig ist, dass eben hier die Pistons, die hier hochfahren, wieder eingefahren sind, bevor diese vier Pistons hier nach hinten fahren. Sonst ziehen sie nämlich die beiden hier vorne nicht mehr mit nach hinten. Ja, das funktioniert hier durch die leichte Verzögerung, die die Repeater verursachen. Ja, im Moment funktioniert es noch nicht ganz, weil die Repeater müssen hier einen Tick weitergestellt werden. Genau, jetzt ist perfekt. So, und weil wir das Ganze natürlich von vier Blöcke haben wollen, also 2 mal 2 breit, wird jetzt einfach exakt dasselbe nochmal auf die andere Seite gebaut. Wir sind heute übrigens nicht auf Griefer Games, wir sind gerade auf Twister Twins. Und wenn ihr den Server noch nicht kennt, dann schaut mal das Interview von mir mit Alex Twister, das ist nämlich der Owner von diesem Server hier, das Video Frag einen Server-Owner. Hier geht es nämlich um ein tolles Projekt mit Kindern. Und ja, schaut da einfach mal rein und joint gern mal beim lieben Alex Twister auf dem Server. twistertwins.de. Genau, wir sind hier gerade auch auf dem Creative Server, also nicht wundern, dass wir hier One-Click abbauen können und sowas. Genau, das könnt ihr auch, wenn ihr hier landet. Ja, hat man schon, das habe ich aus Versehen abgebaut. So, da sieht man es. Wir haben jetzt hier angeschlossene Decke. Ich mache mal einen Kring noch drumherum, damit man sich das besser vorstellen kann. So, so. Upsala. Ich muss sagen, das Creative Bauen ist schon ganz nett. So. Jetzt steht man hier auf der Wiese und wenn man am Rand steht, passiert einem auch nichts. Jetzt kann So. man hier eben die beiden Seiten im Moment noch separieren. Ah, so ist der Busch vorhin abgeschmiert. Genau. Und dass wir beide Seiten eben zeitgleich ansteuern können mit nur einem Hebel und dass es am besten standardmäßig auch ausgefahren ist, brauchen wir hier noch eine kleine Leitung mit Torches. Ups. Ja, das war ein paar zu wenig. Genau, jetzt kommt's hin. Wenn man eine schöne Glocke haben will. Ja, das Problem war jetzt gerade, ich hatte hier noch einen Wolleblock platziert, der das Redstone-Signal abklemmt. Deswegen sieht man auch gut, dass es hier verbunden war und dadurch hat man hier eben so eine Glock dann mit der Fackel. Zack, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Genau. Und wenn man jetzt diese Leitung hier bepowert, wie auch immer man das will, dann fährt oben einmal schön ein. Geht mit dem Knopf, geht mit dem Hebel, geht über ein Signal, das sonst woher kommt. Kann theoretisch sogar eine Kiste sein, die das macht. Und das, was wir jetzt hier unten gebaut haben, das haben wir nochmal hier oben. Und da gibt es einen kleinen Unterschied zu dem unten, nämlich haben wir hier Half-Slips benutzt. Und warum wir das nochmal hier neu gebaut haben und warum wir an der Stelle, wo hier unten volle Blöcke sind, plötzlich nur Halbstufen sind, ja, das hat einen Grund, ne?
Und der Busch hat hier auch lieber, hat hier, und der Busch hat hier auch noch wieder Pistons in der Hand. Denn man kann diese Tür auch etwas erweitert noch bauen, so dass von unten quasi nicht mehr zu erkennen ist, dass man in eine Falltür gefallen ist. So, man erweitert das Ganze einfach und ich, ja, lasse einfach den Busch mal weiter erklären. Genau. Ja, also man erweitert das hier jetzt einfach, setzt hier noch mal 4 Pistons hin eben und dann die Pistons, die nach unten zeigen, wie es der Busch ja auch schon macht. Und... Wir sollten uns nicht reinpushen sein. Nee. Genau. Und dann muss hier auf der Seite, wo die Pistons, die oberen Pistons befeuert werden, wenn der Busch noch näher schaut, da muss müssen diese oberen ebenfalls mit Half-Steps ausgetauscht werden. Und jetzt kann man hier drunter nochmal eine Reihe machen, wo dann das Redstone direkt verbunden ist. Also wir kennen ja, Half-Steps steigt es hoch, aber eben nicht runter. Aber volle Blöcke steigt es eben runter. So. Ups. Ach. An die obere. Ja, ja, natürlich. Und jetzt ist die Schaltung auch schon im Grunde wieder erweitert. Jetzt bauen wir nochmal das hier hin mit dem, mit den Fackeln auf einer Seite. Zack und zack. Wir sehen schon, jetzt fahren die Pistons nach oben und nach unten aus. Dann kann man diese hier genauso ansteuern. Wie unten auch. Oh, für die Optik. Genau. Zack und zack. Hat man direkt den Gang offen. Fällt runter. Wenn man danach, dann eben nachdem man runtergefallen ist, dann hochschaut, dann sieht man keine Pistons mehr. So, wenn ich jetzt noch eine Lichtquelle einbaue, dann erkennt man das auch. Sekunde. Haben wir den Glühstein. Ja. Du hast schon welchen. Ja. Perfekt. So, jetzt gehe ich. Da! Wolle. Einfach nur Wolle. So, nichts ahnend. Läuft mal hier lang, fällt in das Loch. Und es existiert kein Loch. Man ist in einem kleinen Raum. Genau. Gut, gut. Das war's dann auch schon wieder mit Urba. Das das war's auch schon wieder mit der Redstone-Schule für heute. Es ist keine super lange Folge, aber eine schöne kleine Folge, leicht nachzubauen. Und vor allen Dingen, ihr findet wie immer die Schematik hier bei mir im Discord-Server. Der ist unten verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Baut es einfach nach. In einer Schematik sind übrigens beide Schaltungen drin. Das heißt, sowohl die untere hier als auch die obere. Und ihr könnt dann einfach auswählen, was ihr davon braucht. Dann positioniert es einfach so, wie ihr es braucht und baut einfach nur den Teil nach, der für euch relevant ist. Busch ist schon wieder am Abreißen. Ja, ich reiße hier das Mittelstück ab, dass die Leute auch die Schaltungen genau unterscheiden können. Ansonsten bis zum nächsten Mal und übrigens morgen wieder einschalten, wenn es heißt Frag ein. Da haben wir einen Gast, der euch bestimmt gefallen wird. Bis dann. Ciao. Ciao.